Leute sind verrückt nach diesem Key, ohne zu wissen, was er kann. Einfach nur, das musst du dir geben, weil es Yuga Labs ist, weil du damit irgendwas anderes in diesem Ökosystem machen kannst. Und für mich ist das Resümee auch Gamification und Storytelling. Klar, du sprichst gerade wahrscheinlich einen Bruchteil der Weltbevölkerung damit an, aber so viele Leute partizipieren einfach. Und das ist echt heftig. Cookies sind so ein krasses Ding im Web 2 und das Wallet einfach so der neue Paradigmenwechsel und Gamechanger wird, wie Kunden von Salesforce beispielsweise ihre Customer tracken können. GM W3-Freunde, Marvin hier mit einer frischen Dosis Web3 Goodness. Heute sprechen wir über Bitcoin-NFTs. Wir machen einen Deep Dive über die Historie von Bitcoin-NFTs, was Yuga Labs da gerade mit ihrem 12-Fold-Drop vorhat und wie wir auch bezüglich Bitcoin-NFTs in die Zukunft blicken. Des Weiteren haben wir gesprochen über Dookie Dash und eine Revolution, die ansteht im Bereich Gaming, MetaMask, SDKs, wilde Möglichkeiten, die dadurch entstehen. Und ich sage euch ehrlich, wir haben noch viele andere random Sachen besprochen, von CEO und Management Nuggets hin zu Network States und digitale Identität. Also ich würde sagen, zuhören oder sogar anschauen lohnt sich. Und see you on the other side. Du siehst aber wirklich aus wie so dieses Frankfurter Straßengirl, was es nach Berlin geschafft hat, aber sagt, ey, ich bleib meinen Frankfurter Wurzeln treu. Weil ich einen Nike-Hoodie anhab? Du hast diesen Nike-Hoodie, du hast diese Frankfurter Macher-Vibes gerade dabei. Also. Ja, die habe ich extra mitgebracht. Ich habe Heimweh und war lange nicht mehr zu Hause. Dementsprechend bin ich heute aufgewacht und dachte mir, das sind die Vibes, die ich heute vor allem auch im Podcast ausstrahlen möchte. Feier ich und catch mich gerade auch mit. Setup sieht clean aus, aber auch Leute hinter dir auch im Studio. Ja, jetzt ist das wirklich so Podcast-Studio-Vibes. Ja, das ist tatsächlich etwas, könnten wir uns auch abgucken für Podcast-Studio, was hier irgendwann hoffentlich aufgebaut wird. Weil das ist echt, hier waren letzten Freitag während des Solana-Mixers so Influencer, also so Crypto-Key-Opinion-Leaders, wie man sie so gerne nennt. Und die haben ja auch gemeinsam einen Podcast aufgenommen und haben hinter mich einfach so eine Couch aufgestellt und dann eben auch so aufgenommen, dass du im Hintergrund die ganzen Leute rumlaufen hattest und haben eben dieses Setup hier gelassen. Dann dachte ich so, das adaptiere ich doch jetzt und biete all denjenigen, die jetzt zuschauen, habe ja schon öfter darauf aufmerksam gemacht, dass die Leute auch vermehrt uns zuschauen können, anstatt einfach nur zuzuhören, vielleicht ein geileres Setup zu geben, was hier eigentlich gerade live in der Buildstation, aka dem W3-Hub, passiert. Lohnt sich auf jeden Fall und macht Spaß, dir zuzugucken, Vicky, mit der scharfen Kameraqualität, W3-Hub im Hintergrund. Das lässt sich sehen. Ich hatte nichts jetzt mit dem gerade, was wir besprochen haben, zu tun. Aber ich habe wieder ein paar Bücher-Gems gefunden und wollte das im Vorgespräch eigentlich ansprechen, kam da nicht mehr dazu. Hast du dir Wait But Why von Tim Urban mal angeguckt? Nein. Was ist das? Das ist einer der größten Blogs, die es gibt. So weltweit. Absoluter Classic. Krass, okay. Hä, noch nie was davon gehört. Muss ich mal mit SimilarWeb angucken. Gut, der ist jetzt ein bisschen wieder runter, scheint's, mit Monthly Visits. Also ich gucke mir immer so mit SimilarWeb die Webseitenbesucher und so ein bisschen Website Analytics an. Das ist ganz geil. Da könnt ihr wirklich bei jeder Webseite, die ein bisschen Traffic hat, auch gucken, wie groß die ist und wie sich da Traffic und Engagement entwickelt. Da hat 1 Million Visitors im Monat jetzt auf die Buchseite, hat ein Buch veröffentlicht. Du musst so sehen, der schreibt Blogs schon seit mindestens 10 Jahren zum Thema, was wird mit AI passieren, das Monkey Brain und Prokrastination analysiert. Hat auch, glaube ich, den meistgesehenen TED-Talk weltweit zum Thema Prokrastinieren, der Tim Urban. Okay. Und Elon Musk ist ein Fanboy von Tim Urban. Und der hat jetzt ein Buch rausgebracht, What's Our Problem? A Self-Help Book for Societies. Und das habe ich gerade in meinem Twitter-Feed gesehen und dachte, das bestelle ich mir jetzt. Und habe mich interessiert, ob du den Dude auch kennst. Warte mal ganz kurz. 51 Crazy, Millionen gell? Klicks auf dem TED-Talk? Was? Ist krank. Wild. Okay, ich habe offensichtlich absolut was verpasst. Marvin, ich werde mir den TED-Talk anschauen. Ich bin nämlich Queen in Prokrastinieren. Ach was? Tatsächlich auch. Ja. By the way, für alle, die zuhören, Vicky steht gerade jeden Tag um 6:30 Uhr im W3-Hub
und empfängt Gäste, arbeitet ihr Arbeit durch vor der Arbeit. Sie arbeitet vor der Arbeit, so müsst ihr euch das vorstellen. Und in der Mittagspause geht sie 10 Kilometer joggen. Und du sagst mir, du bist die Queen of Procrastination. Das sehe ich jetzt nicht so. Nee. Okay, nein. Also ich stehe nicht um 6.30 Uhr, um Gäste zu empfangen, weil es die einzige Zeit ist tatsächlich am Tag, wo einfach niemand etwas von einem will. Nicht, dass es schlimm ist, sondern einfach, weil ich wünschte, ich wäre die Person, die einfach nur Leuten sagen muss, was sie zu tun haben und selbst wenig operativ in die Hand nehmen muss. Dem ist leider nicht so. Podcast, Newsletter und all diese Sachen, die müssen natürlich auch inhaltlich vorbereitet werden. Und nein, ich gehe jetzt nicht 10 Kilometer joggen in der Mittagspause, aber ich versuche irgendwie Sport jetzt tatsächlich statt morgens, mittags oder abends einfach zu machen, um Kopf frei zu kriegen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Unglaublich wichtig. Und jetzt gerade, wenn die Sonnenstrahlen wieder rauskommen, dann ist Joggen auf jeden Fall Balsam für die Seele. Nee, aber das weißt du, Bücher und so, kannst gleich sagen, ob du ein Web3-Buch-Tipp hast. Aber ich lese immer vor dem Schlafengehen und irgendwie bin ich gerade immer so in diesem fiktionalen Buchfilm. Das heißt, ich lese halt sehr viele fiktive Geschichten, nicht mehr so viel Self-Help, Non-Fiction, Business-Related Stuff vor dem Schlafengehen und feiere das sehr. Mhm. Aber ich habe so seit 2 Wochen wieder so eine Welle an Lust bekommen, wieder Non-Fiction zu lesen, weil es auch so viel geilen Input gibt von Leuten, von denen man lernen kann. Tim Urbans neues Buch finde ich spannend, hat auch Elon Musk erwähnt. Aber ein Gem, was ich noch teilen wollte, das habe ich dir jetzt auch in den Chat geschickt. Das ist ein Google Doc, da hast du das Buch for free, könnt ihr mir auch in die Shownotes packen für alle, die zuhören. Das ist The Great CEO Within. Access Denied. Access Denied, for real? Ah, das war mein privates ist. Wir müssen so ein Make-a-Copy-Ding machen. Ich gebe dir das frei, aber ich halte es kurz. Matt Mokary ist CEO-Coach und hat mit die größten und erfolgreichsten CEOs ausgebildet, von Naval Ravikant zu Sam Altman, zu den Gründern von Y Combinator. Der hat seine Finger in vielen erfolgreichen Businesses drin gehabt und bildet einfach nur erfolgreiche Leader aus. Und der hat ein System, was sich etabliert hat und was er allen mitgibt. Und dieses System gibt es mittlerweile kostenlos im Web. Das könnt ihr euch einfach reinziehen. Es gibt das Buch The Great CEO Within. Da arbeite ich mich gerade durch und auch mal nochmal so ein Manifesto, wo er auch ein Learning. Du musst als erstes immer einen Chief of Staff einstellen. Eine Person, der ich wieder eine rechte Hand dich ersetzen kann. Das ist so ein bisschen die Weiterentwicklung eines Founder Associates. Und darauf baut er dann halt seine Prinzipien auf und einfach das, und dann können wir auch wirklich auf Web3 dann den Shift machen, aber das ist, glaube ich, für uns alle relevant. Sein Framework, wie er Tasks managt, finde ich richtig geil. Er teilt das in 3 Bereiche auf und das System heißt Getting Things Done und der erste Bereich ist Next Actions und du unterteilst dann jede Inbound-Nachricht, alle Tasks, alles Sonstiges in verschiedene Kategorien und die Regel ist, wenn eine Arbeit, eine Aktion weniger als 2 Minuten dauert, dann machst du es sofort. Das ist Regel Nummer 1. Wenn eine E-Mail, du siehst die, weniger als 2 Minuten, dann machst du es. Das ist Regel Nummer 1. Wenn nicht, dann schreibst du runter, was der nächste Step mit diesem Request ist. Entweder es geht in die Next Actions Liste, das heißt, das ist dann eine Priority Liste, die du unterteilen kannst, nach irgendwie Dingen. Er macht das so, du brauchst Zugang zum Computer, du musst Calls machen, du musst aus deinem Haus raus oder es hat was mit deinem Zuhause zu tun. Und dann kannst du das in verschiedene Kategorien runterbrechen und so dann einen Tag planen und in Next Actions pushen. Zweite Kategorie ist Waiting For. Das sind Dinge, wo du noch Feedback von anderen brauchst oder die du delegiert hast und wartest, dass sie das fertig machen. Und dann hast du eine dritte Kategorie, das ist dann vielleicht eines Tages. Und so gehst du jeden Task, jede Message durch und unterteilst das. Und da gibt es ein virales Video, wie du Gmail auch so aufsetzen kannst mit diesem System und eigentlich auch immer eine Inbox Zero hast. Und das ist gerade das, wo ich mitzukämpfen habe. Ich habe immer ungelesene E-Mails in meiner Inbox und muss immer wieder durcharbeiten und versuche nicht zu viel meine E-Mails zu checken. Also, kleine Tangent zu Management. Ich habe dir das durchgeschickt, Vicky. Unbedingt, ich brauche sowas tatsächlich, aber ich versuche daran auch also zu arbeiten, wir gehen auch gleich ins Web3-Thema rein, aber das ist auch der Struggle, den man hat ab dem Zeitpunkt, an dem einfach unglaublich viele Sachen gleichzeitig anfallen, dieses Priorisieren und Sachen, also wirklich auch zu entscheiden, mache ich das jetzt, wie wichtig ist das, mache ich das später,
ist etwas, was für mich gerade wahrscheinlich so das Learning 2023 wird. Ich falle da auch manchmal immer noch auf die Fresse, weil ich manchmal einfach Sachen mache, die vielleicht nicht jetzt gerade wichtiger sind als was anderes. Ich mir aber einrede, ich muss das machen, weil die Person XY braucht was oder so. Allein schon dieses Nein sagen zu anderen Dingen oder sie nach hinten schieben. Ich glaube, bei mir ganz oben ist Antworten. Also an alle, die mir manchmal schreiben auf Plattformen, ich brauche manchmal einfach eine Woche oder sowas, weil wenn es nicht oberste Prio hat, dann mache ich mir einen Blocker. Ich mache am Wochenende manchmal so Antwort-Sessions, wo ich dann einfach durch meine ganzen Socials gehe und einfach gucke, okay, wem schulde ich eigentlich noch eine Antwort? Und dazu gehört auch WhatsApp, weil ich gehöre zu den genialen Persönlichkeiten, die immer noch keinen Business-Account auf WhatsApp haben und dementsprechend bei mir richtig viel gemixt wird. Ah ja, ja, bei mir auch. So von Kunden zu Mitarbeitern, zu Freunden, ja, zu Familie, alles auf WhatsApp in einer, ja, in einer Inbox. Ja, stimmt, das ist total bescheuert. Ne? Ja, ich weiß, ich schieb das ist auch etwas, das schiebe ich schon die ganze Zeit auf, ist wahrscheinlich auch nicht so gut. Nee, das geht besser. Okay, dann machen wir uns daran, Vicky, vielleicht hilft uns dieses neue Management-System. Ich habe diesen viralen Blogpost, wie man Gmail nutzt, mit diesem System mal noch reingeschickt. Mhm. Es gibt auch diese Woche Fails im Web3-Kosmos, wenn wir so ein bisschen über Dinge sprechen, die vielleicht nicht immer so rund laufen. Mhm. Wir haben wichtige News zu Bitcoin-NFTs und was Yuga Labs da macht. Ich würde sagen, lass uns vielleicht mit was Frischem starten, Vicky, und direkt den Einstieg wirklich auch mit Yuga Labs machen, weil die pionieren einfach immer im Web3-Space und wenn die was machen, werden wahrscheinlich viele andere Brands das zeitnah adaptieren und sich da auch austoben. Und dass jetzt Yuga Labs was mit Bitcoin-NFTs macht, ist schon eine Ansage. Und da hoffe ich jetzt von dir ein bisschen zu lernen. Erstens mal, warum gab es bis jetzt kaum Bitcoin-NFTs und was hat Yuga Labs jetzt da gemacht und was bedeutet das für uns, ja, mit Blick in die Zukunft? Das ist tatsächlich, also mein Resümee des Tages, der morgendlichen Research ist echt, Yuga Labs, alles was sie machen, was sie anfassen, wird zu Gold, weil die wirklich so einen sehr exklusiven Status haben, dass die die Power und die Ressourcen haben, viele Sachen auch einfach mit als Erster zu machen. Also nicht als allererste, aber halt direkt reinzuspringen. Und so ist es eben auch bei diesem Bitcoin-NFT-Thema. Wir hatten es im Newsletter schon thematisiert. Ich meine auch mal in einem Nebensatz in einem unserer letzten Podcasts, nur eben nicht den Deep Dive gemacht. Ich will da auch nicht zu viel wiederholen. Das müsste man eigentlich mitbekommen haben, dass es den Hype um Bitcoins Ordinal, also Bitcoin Ordinals gab. Das ist einfach eine neue Funktion, beziehungsweise ein, ja, also ich sag mal was sehr Technisches, um eben statt Bitcoin nur als Transfer von Währung zu benutzen, auch als Storage, als On-Chain-Storage, ganz wichtig, für andere Dateien, um es jetzt mal so auszudrücken. Und das ist eigentlich im Prinzip das, was NFTs ja auch sind und sein können. Zuvor eben immer auf der Ethereum-Blockchain, worüber wir am meisten bisher gesprochen haben oder eben auch auf anderen Smart-Contract-Plattformen, so ziemlich alles andere außer Bitcoin. Waren tatsächlich nicht die ersten Bitcoin-NFTs, diverse Versuche gab es schon in den letzten Jahren, aber tatsächlich etwas, was trotzdem ein bisschen mehr skalierbarer und nutzbarer ist für die breitere Web3-native Masse. Es ist immer noch extremst technisch, sich so ein Bitcoin-NFT zu holen. Ich musste auch erstmal ein bisschen lesen, weil ich mich mit Bitcoin einfach nicht so krass beschäftige, außer einfach zu kaufen und zu halten, aber mehr darüber hinaus auch nicht. So, und dann gab es eben diesen Bitcoin-Ordinals-Hype, wo eben auf einmal super viele Leute angefangen haben, Bitcoin-NFTs zu minen, kann man fast schon sagen. Minten macht ja hier fast schon keinen Sinn. Viele tatsächlich auch Projekte, das fand ich super spannend, die Bitcoin sowieso voll krass feiern, haben ihre Ethereum-NFTs geburnt, um diese nochmal auf Bitcoin zu releasen, sage ich jetzt einfach mal so. Also die haben also ein NFT-Projekt auf der Ethereum-Blockchain gekillt, weil die gesagt haben, hey... Nicht komplett gekillt, sorry, dass ich dich unterbreche, nur so als Beispiel, wir haben ja öfter schon über D-Gods gesprochen. Ne, ja. Das ist das, was mal auf Solana war, die sind jetzt auf Ethereum / Polygon gebridged und dieser Typ, also Frank D-Gods, wie er auf Twitter heißt, ist halt voll der Bitcoin-Fan und hat jetzt nicht seine ganze Kollektion rübergeschoben, sondern einfach nur vereinzelte NFTs geburnt,
und die Datei, also die Metadaten davon quasi nochmal neu auf die Bitcoin-Blockchain inskribiert, wie dieser technische Mechanismus heißt. Also nicht die ganze Kollektion, sondern gesagt, einzelne Pieces, auch aus Prestigegründen vielleicht und weil er Bitcoin-Fan ist, nehme ich jetzt rüber. Okay, und ich meine, er hätte ja einfach das auch kopieren können und sagen können, es gibt jetzt zwei, einen auf der Bitcoin, einen auf der Ethereum-Chain, aber der hat viel mehr Charme, wenn du sagst, es gibt nur eine Datei und die ist jetzt halt eben bei Nummer 267 aus der Kollektion, hat auf Bitcoin, nicht auf Ethereum. Ja. Okay. Genau. Und jetzt haben wir D-Gods, diese Beispiele und jetzt wolltest du gerade den nächsten Schritt gehen, ne? Was passiert jetzt gerade? Genau, das ist tatsächlich super interessant. Also die Leute, also das sind auch nochmal ganz andere Summen bei diesen Bitcoin-NFTs, die da bezahlt werden. Du musst dir halt einfach vorstellen, die Leute zahlen in Bitcoin und die Leute, die Bitcoin haben und in der Lage sind, da meistens auch echt gut mit zu bezahlen. Das sind ja voll oft auch Leute, die seit Early Days dabei sind und die das ist nochmal so ein ganz anderes Level von Whales, die jetzt anfangen, sich Prestige-Objekte auf Bitcoin zu kaufen. Also auch einfach so dieser Cultural Shift. Bitcoin ist eben der OG der Blockchains und seit 2009, 2010, also seit dem White Paper und dem ersten Mining-Block, eben eine Blockchain, die nie gehackt oder sonst irgendwas wurde, muss doch nicht geforkt werden, wie beispielsweise Ethereum. Und hat für viele Leute einfach diesen OG-Status. Und das Besondere an diesen NFTs sind, die sind halt wirklich on-chain. Also sprich, die ganzen Informationen werden wirklich on-chain gespeichert. Das ist bei anderen Blockchains nicht so, weil einfach selbst eine Dateigröße für so ein Clone X-Projekt zum Beispiel, das ist einfach zu groß. Das kannst du nicht auf der Blockchain speichern. Das musst du meistens bei Decentralized Storages machen, wie viele benutzen beispielsweise IPFS. Viele machen es komplett zentral, benutzen AWS. Ist dann aber eher bei den Non-OG-Projekten und eher bei den Mass-Adoption-Projekten. Aber da will ich gar nicht so tief rein. Es geht darum, dass Yuga Labs sich jetzt dazu entschieden hat, und zwar so out of the blue, gefühlt erst vor ein paar Tagen, das erste Mal diese Message gelesen, dass die ein Generative Art Projekt als Bitcoin NFT launchen und das nennt sich 12fold. Sieht cool aus, das hat nichts mit irgendwelchen Yuga Labs Projekten zu tun, das sind 300 NFTs, die so eine Art 12x12 Raster haben und haben einfach so Elemente, die aus 3D-Grafiken kombiniert werden. Ich überlege gerade, macht es eigentlich jetzt Sinn, ich switche jetzt hier einfach mal ganz kurz. So, guck mal, ich kann ja auch meinen Screen hier sharen, Marvin. Das haben wir letztes Mal beim Podcast auch gemacht. Und das ist eine richtige YouTube-Show hier. Das ist jetzt. Ja, herzlich willkommen zu meiner YouTube-Show. Genau, also so sieht das dann ungefähr aus, also damit man einfach auch was Visuelles hat. Und erinnert so ein bisschen vom Stil und von dem, was kommuniziert wird, an diese Autoglyph-Kollektion, die auch von Yuga Labs ist. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Ich wollte eigentlich sagen, das erinnert mich eher an Checks-NFTs. Das sieht für mich schon ein bisschen Checks-NFT-inspired aus alles. Ja, vom Vibe vielleicht, aber es geht so ein bisschen um dieses, es sieht strange aus, aber kann nix Gefühl. Weil das ist ja auch das Ding, die können, also du hast keine Utility dahinter. Und das ist für die halt auch eher so ein Kunst- und OG-Projekt. Und das haben die jetzt eben announced. Es gibt wenige Informationen dazu, was eigentlich on top dazukommt. Ende der Woche soll es eine Auktion geben. Wir haben auch schon als Fund überlegt, das ist wirklich absolut kein Financial Advice, aber ich glaube, man kann sich zu 99% sicher sein, dass unabhängig davon, wie teuer das jetzt ist, und wir gehen davon aus, dass es super teuer werden wird, dass das Ding durch die Decke gehen wird, weil hier zwei Sachen passieren. Einmal hast du etwas, was zum ersten Mal gemacht wird, alles, was irgendwie diesen First-Mover-Status hat, also das erste Yuga Labs NFT aus dem Ökosystem auf der Bitcoin-Blockchain, im Rahmen von diesem ganzen Bitcoin-NFT-Hype, der gerade erst entstanden ist. Dann hast du Generative Art noch drin. Und das ist etwas, das muss man leider sagen, geht meistens durch die Decke, weil es diesen Sammlerwert hat für viele Leute. Also dieses Collectors-Mindset, woran sich viele bedienen. Und
es ist halt, also ich will es nicht negativ behaftet ausdrücken, aber das wird, glaube ich, so eine Money-Maschine werden für die. Guck mal, es gibt nur 300 Stück. Bei allen anderen Yoga Labs-Projekten gibt es immer so 10.000 Stück oder 20.000 Stück. Also 10.000 beispielsweise Bored Apes, 10.000 CryptoPunks, 20.000 Mutant Apes, aber nur 300 12-Fold Art Pieces. Und die auch noch auf der Bitcoin-Blockchain, die sowieso nochmal so einen ganz anderen Mehrwert für die Leute hat, wenn es wirklich um die Sammelbarkeit geht, weil es komplett on-chain gespeichert wird. Das ist so die Big News. Viel mehr dazu gibt es nicht. Wir werden es auf jeden Fall gespannt beobachten. Ich gehe nicht davon aus, dass wir uns selbst als Fund das leisten können. Also selbst wenn es eine Auktion ist. Ich weiß auch nicht, was für eine Art von Auktion das wird, aber es ist unglaublich spannend, dass die jetzt auch einfach da in den Space reingehen. Und um das nochmal zusammenzufassen, also Ordinals ist ja eben Technologie aufbauend auf der Bitcoin-Blockchain. Ist eigentlich eine Innovation, die es erst seit kurzem jetzt gab. Woher jetzt von 0 auf 100 dieser Bitcoin-Hype? War das so ein Breakthrough vor kurzem? Ich bin kein Developer, deswegen alle, die jetzt zuhören und Developer sind, bitte kurz Ohren schließen gefühlt. Es gab irgendwie für den Code oder für irgendein Protokoll eine Art Update. Und aus diesem Update konnte man ein Bitcoin oder die Information für ein Bitcoin in 100 oder in 10 Millionen Satoshis aufteilen. Satoshis sind, das kannst du vergleichen, wie mit 1 Euro ist 1 Euro und 100 Cent sind 1 Euro. Also 100 Cent sind quasi die Satoshis, die in Kombination eben so einen ganzen Bitcoin ergeben können. Und durch dieses Update kann man eben jetzt in einen kompletten Block eine Datei befüllen oder ein Bitcoin Ordinals. Ich glaube, Ordinals ist der Name von diesem Update, von diesem Protokoll. Deswegen bitte nicht judgen jetzt für dieses Halbwissen, dieses technische Halbwissen, aber so habe ich es verstanden. Und ich glaube, das erklärt es auch in Ordnung für all diejenigen, die auch gar nicht mehr technische Infos brauchen. Es ist tatsächlich relativ frisch und einer Entwicklerin tatsächlich passiert, habe ich vorhin noch gelesen. Und seitdem drehen die Leute komplett verrückt. Es ist aber tatsächlich, und das habe ich noch nicht zu 100% verstanden, gar nicht mal so easy peasy squeezy mal so ein Ordinals NFT zu kaufen, sondern der Prozess ist noch viel mehr weit weg von Web 2, als du dir vorstellen kannst. Du brauchst irgendwie zwei Bitcoin-Wallets, eine mit Bitcoin, eine, die komplett leer ist, um dieses Ordinals NFT zu bekommen. Und ich habe tatsächlich vor dem Podcast versucht, es im Kern zu verstehen, um es auch wirklich gut erklären zu können. Aber ich glaube, das ist etwas, wenn du es selbst nicht gemacht oder gesehen hast, das ist einfach ein komplett komplizierter Prozess, der nicht so einfach ist, wie auf einer Mint-Page auf Mint zu klicken und die Transaktionsgebühren zu bezahlen. Ich wollte gerade sagen, gibt es denn schon das MetaMask der Bitcoin-NFTs? Es gibt halt non-custodial Bitcoin-Wallets. Ich habe Bitcoin tatsächlich eher auf Centralized Exchanges, ist einfach dem zu schulden, dass ich mit Bitcoin so gut wie nicht interagiere. Und dementsprechend, ja, gibt es. Es gibt aber noch gar keinen Marktplatz oder sowas. Ich kann mir vorstellen, dass das der nächste Schritt ist. Und vielleicht interessante Anekdote, das befeuert halt gerade komplett das Bitcoin-Ökosystem. Während viele nämlich Bitcoin als Store of Value sehen und gar nicht so viel, hörst du ja bei mir auch raus, ich kaufe das einfach, ich lasse es liegen, ich mache gar nichts damit. Jo. Und eigentlich nicht viel Transaktion stattfindet, außer in El Salvador, wo es wahrscheinlich notwendig ist, verdienen die Miner ja alle 4 Jahre, in dem das Bitcoin-Halving passiert, immer weniger beim Minen von Blöcken. Bitcoin-Halving ist, dass alle 4 Jahre werden einfach die Rewards halbiert und Miner verdienen aber trotzdem an Transaktionen mit, beziehungsweise sie meinen ja neue Blöcke, je mehr Transaktionen ausgelöst werden. Und dadurch, dass es jetzt eben diese Bitcoin-NFTs gibt, interagieren viel mehr Leute in diesem Ökosystem. Und das hat tatsächlich auch den Preis von Stacks, das ist eine Layer 2 auf Bitcoin, in Anführungszeichen, weil das technisch gesehen jetzt nicht eine Layer 2 ist, wie wir sie von Optimism, Arbitrum oder Polygon kennen, hat aber den Preis komplett hochgepusht, weil die Leute jetzt das Gefühl haben, okay, jetzt braucht es einfach die skalierbaren Lösungen, um auch diese Prozesse einfach zu machen, weil so ein Ordinals NFT zu minten kann manchmal einen Tag dauern.
wenn es viel Traffic gibt. Und das funktioniert, indem du eben diese Ordinal NFTs innerhalb der Bitcoin-Blöcke platzierst, in dieser Sequenz drin. Das ist so der Game Changer. Das heißt, du hast dann auch die Security, die du sonst bei Bitcoin kriegst. Also sind die auch sicherer als Ethereum-NFTs? Absolut. Es ist wie, als hättest du Bitcoin gemeint, nur dass der Bitcoin nicht ein Bitcoin, also den Wert darstellt, sondern das Asset, was da drin ist, wie jetzt beispielsweise ein NFT. Es ist irgendwie total abgefahren und es ist auch total nerdig, wenn man das abfeiert. Aber du musst dir einfach vorstellen, das ist eigentlich der sicherste Store of Value, den es gerade gibt. Bitcoin ist einfach per se durch den Proof of Work Konsensmechanismus die sicherste Blockchain, hat das meiste Volumen an Geld, was drin steckt, und existiert halt einfach auch schon am längsten. Und das ist völlig, ich sag mal, es ist halt, Code is Law, ist so das, was bei Bitcoin ziemlich gut zutreffen würde. Es gibt halt keine Menschenseele, die da drüber steht. Und das ist halt für viele Leute das Tolle daran. Und warum auch viele jetzt von den NFT- und Krypto-OGs, die wir kennen, sagen, okay, ich burn mal ein paar meiner NFTs und pack die mal drauf. Die ersten Kollektionen waren auch wirklich Ordinals Punks oder Ordinals Apes. Jetzt kein Bezug zu Yuga Labs, aber trotzdem einfach von der Symbolik her tatsächlich wieder benutzt worden. Also man merkt, es ist so sehr, sehr nischig, sehr nerdig, aber die Leute fahren voll drauf ab und die Leute bezahlen Unsummen dafür. Ey, das ist abgefahren einfach. Es ist sehr, sehr abgefahren. Ich meine, Bitcoin war ja immer so ein magisches Projekt aufgrund der Einfachheit, ne? Simple. Also auch, du weißt, was du kriegst, es ist die sicherste Blockchain, kostet mehr Energie, du musst meinen, aber entsprechend hast du halt auch dieses Pure daran, diese Reinheit, das ist wirklich, du weißt, was du kriegst. Jetzt, ich glaube, das war ja auch so eine Kritik von den Bitcoin-Maxis und von denen, die vielleicht da auch ein bisschen an die reine Vergangenheit gedacht haben, dass es jetzt halt durch NFTs fast schon durchwässert wird und die Reinheit von Bitcoin verloren geht und der eigentliche Zweck von Bitcoin als Store of Value. Siehst du da immer noch viele kritische Stimmen gegenüber dem Thema Bitcoin, Ordinal NFTs? Das Einzige, was ich gelesen habe, ist eben die Tatsache, dass das Netzwerk eben komplett verstopft wird. Bitcoin ist sowieso eine sehr vergleichbar langsame Blockchain, langsamer als eigentlich alle anderen Blockchains. Und wenn du da jetzt eben noch anderen Traffic drauf packst, dann sind andere Transaktionen, die du vielleicht ausführen musst, wie ich schicke dir jetzt einen Bitcoin, wenn ich ihn denn hätte, zieht sich dann noch länger oder ist noch teurer. Und das ist so die Kritik, die ich gelesen habe. Ich meine, wir müssen nicht darüber sprechen, je mehr Transaktionen jetzt wieder über Bitcoin laufen, desto mehr Energie wird auch verbraucht, weil die Miner eben weiter anfangen müssen zu arbeiten. Ich habe auch tatsächlich das Gerücht gelesen, dass das Ordinals NFT jetzt so gepusht wird von den Minern, damit die wieder ein bisschen mehr Geld verdienen. Aber das ist jetzt auch nur, also ist nur eine Annahme. Genau, aber ich habe bisher tatsächlich wenig kritische Stimmen dazu gelesen, außer jetzt das. Auch im Zuge des Yuga Labs Announcements nicht, außer natürlich das Klassische. Klar, da wird jetzt einfach wieder ein bisschen mehr Geld gescheffelt. Aber komischerweise hat keiner was zu diesem Umweltthema gesagt, was ja bis vor einem Jahr noch das Kontraargument gegen alles, was mit NFTs und Blockchains zu tun hatte, war. Tatsächlich wahrscheinlich nicht mehr interessant und relevant für die Menschen. Die Leute finden es gerade wahrscheinlich tatsächlich einfach nur geil, dass es jetzt so einen Paradigmenwechsel gibt und so einen Shift in, was als nächstes mit NFTs passieren kann und welchen Wert NFTs jetzt auch der Bitcoin-Blockchain zuschreiben, die ja, also wir haben ja nie über Bitcoin gesprochen, Marvin, so, das ist nie ein Thema für uns gewesen, weil es einfach nur Store of Value ist und für uns Bitcoin ist top, aber auch einfach nicht interessant im Bereich Use Cases und auf einmal hast du einen. Nicht, dass ich glaube, dass die Brands sich jetzt auf NFTs Bitcoin-NFTs stürzen werden, aber wer weiß, vielleicht deutlich mehr Artists, auch wenn es keine Royalties gibt. Ach, ich habe jetzt gehofft, dass du mir das... Wenn ich jetzt, worauf wir uns gerade beziehen, hört euch die letzten Minuten des letzten Podcasts an. Okay, nee, das heißt, Bitcoin-NFTs, kein neues Phänomen, es gab ja schon Rare Pepe und Co.,
Das hat aber zu viel Blockspace genutzt und ging weg vom eigentlichen Zweck von Peer-to-Peer-Finanztransaktionen. Jetzt haben wir mit dem neuen Ordinals-Protokoll die Möglichkeit, eben bis zu 4 Megabyte an Files und Daten zu speichern. Das ist erst möglich, sehe ich jetzt gerade in unserer Notes, eben seit diesem Upgrade im November, des Taproot-Upgrades auf Bitcoin. Und jetzt kann man eben da Dateien direkt on-chain speichern, was auch geil ist. Wenn du denkst, ich meine, die meisten, glaube ich, auch Ethereum-NFTs, oftmals hast du dann einen Link, der dich zu deinem JPEG führt, was aber gar nicht on-chain gespeichert ist, weil das Zeug einfach zu viel Speicherplatz braucht. Das heißt, ja, wenn nur die Chain überlebt und Web2, wie wir es kennen, weg ist und dann der Link zum JPEG-Ordner halt auch nicht mehr funktioniert auf AWS, und dann ja, bringt ja auch der NFT nicht viel. Das ist geil, dass es direkt darauf gespeichert ist. Noch kein offizieller Marktplatz. Hoffe, da gibt es bald mehr. Hast du ja auch schon angesprochen. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ich persönlich, so aus Consumer-Sicht oder auch wenn ich an eigene Projekte denke oder jetzt ein kleines NFT-Projekt launchen würde, ich hätte Bock auf Bitcoin Ordinals. Fühlt sich pur an. Bitcoin war die erste Kryptowährung, die ich je gekauft habe. Und ich bin gespannt, was sich da noch jetzt ergibt. Gibt es noch abschließend Insights zu irgendwie Utility oder ist bei Yuga Labs und jetzt dem 12-Fold nur wirklich Art-Project und halt Investitionen in Kunst? Also die haben es ja davor, ich glaube, das ist auch voll der gute Shift jetzt gleich zum nächsten Thema, die haben es ja innerhalb ihres Ökosystems immer bisher immer ganz gut gemacht, dass wenn du Holder von irgendwie Mutants warst oder Apes, du Zugang zu irgendwas anderem hattest oder da mal ein Airdrop oder hier. Und das haben die jetzt halt komplett ausgelassen. Also es ist von Yuga Labs, aber du kannst nicht nur, weil du ein Ape hast, jetzt Early Access oder einen Whitelist-Spot bekommen. Es ist daher losgelöst und deswegen hatte ich es auch mit diesen Autoglyphs verglichen. Autoglyphs ist, nur noch um es kurz zu sagen, auch von tatsächlich von im Rahmen der Crypto-Punk-Ära entstanden, auch einfach ein Kunstprojekt. Ein paar Striche, sieht bestimmt fancy aus, übertrieben teuer, wenn ihr euch den Floorpreis auf OpenSea anschaut. Ist halt auch, hat auch so ein OG-Status und gehört aber zum Yuga Labs Ecosystem. Und genau, das wollte ich nur nochmal erwähnen. Was tatsächlich aber innerhalb des Ecosystems Utility haben wird, ist eben das Spiel Dookie Dash, worüber wir jetzt auch schon gesprochen haben, ist ein paar Wochen her. Aber es gab jetzt tatsächlich einen Gewinner. Und dieser Gewinner ist Fortnite-Spieler, E-Sports-Star, hat den Namen Mon Graal, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, ist 18 Jahre alt und hat so eben sein Winner-Asset, also diesen Key, den ihr alle gejagt haben, für 1000 ETH verkauft. Es ist so heftig. Ich bin vom Stuhl gefallen, als ich das gelesen habe und dachte mir so, nein, was? Hätte ich mal ein bisschen mehr gespielt. Aber ja, es ist aber Wiki, hol's doch mal kurz ab. Schritt zurück. Okay, 1000 ETH geflippt, hier 18-jähriger E-Sports-Winner. Ja. Was war Dookie Dash nochmal? Ja. Bitte, genau. Ich brauche einen Reminder. Alles, das stimmt, du hast recht, ich bin manchmal zu tief drin. Anfang des Jahres hat Yuga Labs mit einem Spiel geteasert. Da gab es einen echt interessanten Trailer zu, der hat mir so Rick and Morty-Vibes gegeben, also so Animationen für Erwachsene irgendwo auch, und haben ihr Spiel announced. Das folgt alles so einer Storyline. Also wenn die etwas können, dann ist es wirklich sehr, sehr gutes Storytelling. Und das gehört eben auch zum Web3-Space dazu. Da gab es irgendeinen Affen, der hat aus Versehen einen Schlüssel gegessen und wurde dann von den anderen Affen gejagt, weil es ein Schlüssel ist, den, keine Ahnung, der irgendwie wichtig ist, der eine bestimmte Schatztruhe öffnen kann. Und im Spiel, das hat so einen Temple-Runner-Style. Also sprich, du musst einfach nur geradeaus durch den dünnen oder Dickdarm des Affen, der versucht, diesen Schlüssel wieder rauszukacken. Also das ist das Spiel. Und da musstest du einfach gewissen Sachen ausweichen. Und je länger du natürlich überlebst, ohne gegen etwas zu stoßen, desto höher ist dein Score. Und zugelassen zu dem Spiel wurden eben die Leute, die diesen Sewer Pass hatten. Und der wurde wiederum geairdroppt an Bored Ape und Mutant Holders, die wiederum je
anders deine Kombination war. Also sprich, wenn du einen Mutant hattest, hast du den weniger wertvollen Sewer Pass bekommen. Wenn du einen Ape, einen Mutant hattest, dann höherer Wert. Ich glaube, das hat den Startscore wieder gespiegelt. Ich bin nicht mehr zu 100% sicher, weil es ein bisschen länger her ist. Jedenfalls siehst du, da sind einfach unglaublich viele Connections irgendwie zu diesem ganzen Ökosystem und Leute haben jetzt eben in den letzten Wochen unglaublich viel gespielt. Und daran haben insgesamt 25.000 Menschen teilgenommen, also so regular Gameplay, 25.000 Menschen, was für diesen Space viel ist. Ich bin mir zu 100% sicher, Leute haben andere Leute einfach dafür bezahlt, dass sie da spielen und es gab eben dieses Leaderboard und ja, die Person, die bis zu Zeitpunkt X dann eben Platz 1 ist und den höchsten Score hat, bekommt diesen Key. Also du musst dir vorstellen, dass einfach auf der ganzen Welt verteilt Leute nicht bewusst gegeneinander, aber schon gegeneinander dieses sehr eintönige Spiel gespielt haben, was bestimmt Spaß gemacht hat, aber es für mich, in meinem Leben hätte ich das nicht gemacht. Wohl wissend, dass ich jetzt 1,6 Millionen Euro verprasst habe, oder zumindest die Chance darauf. genau, und dieser Key ist ein NFT, den gab es am Ende an den Gewinner und keiner weiß so richtig, was man damit machen kann. Das ist auch Teil des Storytellings. Es gibt jetzt unglaublich viele Gerüchte, die durch Krypto-Twitter huschen, dass das eben auch irgendwas mit dem Other Side Metaverse zu tun hat, über das wir auch schon länger nichts mehr gehört haben, wird also langsam mal wieder Zeit. Und dass das Ding irgendwas kann. Und Marvin, es haben schon Leute drauf geboten. Und zwar Unsummen. DAO hat drauf, also das Pixel Vault DAO hat drauf geboten und hatten ursprünglich vor, diesen Key dann auch in einem Rahmen von irgendeinem Tournament bei sich intern an die gewinnende Person weiterzugeben. Also Traction war schon da. Leute hatten Bock drauf. Leute sind verrückt nach diesem Key. Ohne zu wissen, was er kann. Einfach nur, das musst du dir geben, weil es Yuga Labs ist, weil du damit irgendwas anderes in diesem Ökosystem machen kannst. Und für mich ist das Resümee auch Gamification und Storytelling. Klar, du sprichst gerade wahrscheinlich einen Bruchteil der Weltbevölkerung damit an, aber so viele Leute partizipieren einfach. Und das ist echt heftig. Yuga Labs scheint wieder Momentum aufzunehmen. Ich meine, wir hatten ja gefühlt so ein bisschen viele negative Schlagzeilen vor 6 Monaten und so. Wir hatten die Conspiracy Theory zu der ganzen Nazi-Geschichte und jetzt gefühlt, also wenn ich auch die Traction angucke auf Twitter, die haben ja Unsummen an Impressionen generiert. Gerade auch der Tweet von Mongral, also dem Gewinner des NFTs selbst, ging viral. Also stark, stark umgesetzt, Community mit einbezogen, 25.000 Leute, die aktiv gespielt haben, und gute Storyline und wie so oft, es ist eigentlich gefühlt auch so wie so ein never-ending Arc, es gibt eine Mystery Box und in der Mystery Box gibt es den Key und wenn du die Schatztruhe dann geöffnet hast, hast du eine Schatzkarte drin und dann, wenn du den Schatz gefunden hast, dann... ich frage mich, was dann schlussendlich so the bigger picture sein wird und was gerade auch bei diesem Key jetzt dann passiert. 1000 Ethereum, ja, ist auf jeden Fall eine Ansage und mal gucken, was jetzt Yuga Labs als nächsten Schritt geplant hat. Und ja, other side gibt es wirklich keine Infos, ne? Das ist ja das Metaverse von Yuga Labs, um vielleicht auch mal die Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen. Also es war auch mal ein Thema, gab es diesen Other Side Drop, da konnte man ja dann Land kaufen. Habt ihr, glaube ich, auch mitgemacht, oder? Das war doch diese Nachtschicht, die ihr gemacht habt. Ja, das war die Nachtschicht letztes Jahr und diese Nachtschicht haben, glaube ich, viele Leute gemacht. Und das war tatsächlich auch der Grund, dass wirklich Ethereum, die Transaktionsgebühren teilweise so hoch waren. Es hat Etherscan gesprengt kurz. Also ich will nicht sagen, es hat Ethereum lahmgelegt, aber es hat schon Ethereum sehr krass lahmgelegt. Es war ein sehr cost-intensive Mint für viele Leute, wirklich was Transaktionsgebühren angeht. Und dann gab es ja kurz irgendwie die Theorie, dass Bored Ape, dass Yuga Labs gesagt hat, wir machen jetzt eine eigene Blockchain, falls du dich daran erinnerst. Und haben es dann irgendwie doch... genau. Das war der Yuga Lab-Skandal. Gerade ein Riesen-Hate-Welle. Ja. So, hey, other side, Ethereum-Blockchain ist nicht gemacht für das. Vielleicht braucht es was Neues. Ja. Und dann kamen die Theorien, dass Yuga Labs das alles geplant hat. Das mit den Gas-Fees, weil unglaublich viele Leute Geld verbrannt haben, Zeit verbrannt haben, nichts gekriegt haben. Und das eigentlich nur, so zumindest der Vorwurf, von Yuga Labs orchestriert wurde, um dann die eigene Chain zu launchen. Gab es jetzt auch keine Infos zu. Vielleicht ist ja das der Key zur neuen Chain jetzt.
Exklusiv. Ja, ich finde es, ich mache mir tatsächlich so aus menschlicher Sicht auch krass Gedanken darüber. Die sind, auf der einen Seite klingt es total bescheuert, was die machen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das ganze Ding meinen Eltern erklären sollte. Oder irgendjemandem, der immer noch glaubt, NFTs sind einfach nur Kunst, die du flippst. Da steckt ja offensichtlich so rein von Story und Branding ist es genial. Ist natürlich, wir brauchen jetzt nicht über die Preise zu sprechen. Das sind horrende Preise, das kannst du niemandem zumuten. Aber viele Sachen einfach miteinander zu connecten und die Leute auf so eine Reise mitzunehmen und so ein bisschen an deine Marke, an deine Brand zu binden, ist schon echt nicht so blöd. Also wenn du überlegst, von so einem reinen Community-Projekt zu so einem fetten Enterprise, was die jetzt sind und wie viele Leute die weltweit animieren können, so ein dämliches Spiel zu spielen, I don't know, ist schon irgendwie sehr, sehr smart und ich bin unglaublich gespannt, wohin das führt und was Yuga Labs wahrscheinlich in 5 bis 10 Jahren sein wird, weil da einfach so viele Sachen passieren. Und ich finde es irgendwie ganz cool, jetzt mal abseits von all diesen Hate und der Achterbahnfahrt, die wir vergangenes Jahr hatten, dass die einfach auf all diese Sachen aufspringen. Klar, die machen shit ton of money, muss man auch einfach so sagen. Machen unglaublich viel Geld und ich bin mir sicher, mit diesen 12-Fold-NFT werden die Unsummen an Geld generieren. Und solange das intern einfach reinvestiert wird in deren Projekte, ich meine, man muss auch einfach sagen, Yuga Labs ist schon irgendwie mit einem Fuß immer noch im Web3-Native-Ökosystem, aber können auch einen sehr, sehr großen Beitrag dazu leisten, dass der Mainstream darauf anspricht, weil, wenn wir ehrlich sind, wenn Leute über NFTs sprechen, es geht immer, also von außerhalb, du hast immer so ein Crypto-Punk oder du hast immer so ein Bored Ape. Das ist immer noch so das Paradebeispiel von, wenn Leute NFTs thematisieren. Und dass die da halt einfach schon so viel weiter sind. Ich finde es irgendwie, mich freut es zu sehen, dass es da zumindest vorangeht. Wir brauchen große Brands und Beispiele, an die wir uns auch stützen können, gerade wenn mal ein bisschen weniger Hype da ist. Und ich würde jetzt mal sagen, Web3 hat bittere 6 Monate erlebt und so ein bisschen mit dem AI-Hype nochmal das Ganze gechallenged wurde. Jetzt sehen wir, was da alles geht. Ich glaube, Yuga Labs in der Hinsicht ist wertvoll für den Space. Wir müssen natürlich trotzdem kritisch reflektieren, was zum Teil auch die Aktionen sind, die sie durchziehen. Und zeigt ja wieder, wie schnelllebig alles ist. Ne? Also niemand spricht über Other Side gerade, sondern wir hätten das auch fast schon vergessen oder ignoriert. Ich habe erst durch die Konversation mit dir jetzt gerade gemerkt, dass es ja diesen Shitstorm gab und dass ihr da selber partizipiert hattet. Ja, lasst uns gucken, was da entsteht. Yuga Labs, eine große Brand, ein Namen, den man mit Web3 assoziiert, einen weiteren Namen, den man mit Web3 assoziiert, MetaMask. Ganz kleines Häppchen hier für euch alle. Zu MetaMask SDK Integration im Unity Store. Das sind Big News. Das kann ja der erste Schritt in Richtung Web3 Gaming sein, Vicky. Ja, ich wollte jetzt mal wieder meinen Screen teilen, weil ich finde, dafür, dass MetaMask. Macht aber Bock, oder? Ja, es macht Bock, das jetzt einfach mal mit einzubringen und die Leute sollen uns auch einfach mal zuschauen. Ich will das ja jetzt auch immer öfter machen, nur das ist jetzt alles gerade noch sehr, sehr provisorisch. Und dafür, dass sie so viel Geld haben, finde ich das Design so grottenschlecht. Aber tatsächlich ist, und das finde ich so richtig cool, und habe das auch in einem Tweet nochmal gelesen. Also wir hatten diese Gaming-Web3-Debatte ja schon öfter. Also Gamer haben irgendwie keinen Bock auf NFTs, haben keinen Bock auf Spekulation. Vor einem Jahr hat Ubisoft, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Projekt hieß, Quantum oder Quartz oder sowas. Es war so deren NFT-Store, Ready-Made Product. Gamer haben es tot gehatet und dann wurde es auch wieder zurückgezogen. Und lange ist das, also der ganze Begriff Web3-Applikationen im Bereich von Gaming eher so ein bisschen unscheinbar gewesen. Wir sind alle immer noch bullish, wir sprechen alle darüber. Aber irgendwie gab es da nicht mehr so den Forefront von den großen Playern. Und jetzt, und das finde ich wirklich super spannend, hat Unity, die Gaming Engine, das ist so, damit baut man halt einfach diese richtig krassen Games in der Qualität, aber nicht nur Games, sondern teilweise auch Filme, Architekturprojekte, kann man eben ganz gut mit dieser Engine visualisieren. Und die launchen jetzt eben ein SDK,
wo man, beziehungsweise also MetaMask launcht ein SDK, was im Unity Asset Store zur Verfügung gestellt wird. Was einfach bedeutet, Unity lässt es jetzt zu, dass man Web3-Applikationen oder beziehungsweise Teile davon in die Projekte einfließen lassen kann, die Unity als Layer benutzen. Um sich das jetzt einfach mal so vorzustellen, Game-Developer sind ja meistens nicht unbedingt geschult darin. Warte, ich hier mal kurz auf meinen Screen zu teilen, damit ich dich wieder anschauen kann. Unity, also Game-Developer sind ja nicht unbedingt geschult darin, jetzt Web3-Applikationen zu bauen oder mit irgendwo mit einfließen zu lassen. Vielleicht können das ein paar, aber grundlegend ist der Job von Game-Developern einfach geile Games zu machen. Und auf der anderen Seite hast du dann irgendwie Web3-Gaming-Developer, die einfach gut darin sind, Tokenomics, Smart Contract Layer und sowas, aber sind vielleicht nicht darin geschult, eine geile Gaming-Experience mit Unity zu bauen oder anderen Gaming-Engines. Und jetzt hast du eben die Möglichkeit, dass du den Ready-Made Schaufeln in die Hand drückst, wo sie eben so ein Web3-Layer draufpacken können. Also stell dir mal vor, du bist ein Game-Developer, du baust jetzt ein echt, echt cooles Spiel wie weiß nicht, GTA 6, auf das ich schon seit 10 Jahren warte, und hast jetzt einfach Bock, da so eine MetaMask-Integration reinzubauen oder eine Immutable X-Integration oder eine Solana-Integration. Also all das ist jetzt möglich mit diesem SDK tatsächlich. Speziell jetzt, finde ich, sollten wir aber bei MetaMask bleiben, weil das in Terms of Wallets das wahrscheinlich Spannendste ist. Und hast jetzt einfach die Möglichkeit, so ein Connect with your Wallet reinzupacken, ohne dass es das ganze Spielerlebnis kaputt macht. Das ist fast so die größte Kritik gewesen, dass es super schwer ist, ein Web3-Layer in so einen Gaming-Layer zu bauen, weil dadurch einfach das Spiel, die Spielexperience verloren geht. Und das ist jetzt eben durch dieses SDK möglich an all diejenigen, die jetzt einfach In-Game-Assets und Collectibles mit einfließen lassen möchten, ohne dabei den Fokus auf ihren eigentlichen Job zu verlieren. Und das ist einfach geile Spiele zu bauen. Und das ist so voll revolutionär gehypt gerade, dass du nicht sagst, hey, hier habt ihr was, ein fertiges Produkt, benutzt das jetzt, sondern ihr habt jetzt hier die Schaufeln, grabt was damit, macht was ihr wollt, aber ihr könnt es jetzt benutzen und es funktioniert. Also, wenn ich mir das anhöre, ich bin hier technologisch nicht so versiert, aber also eine Integration von MetaMask jetzt gerade in Unity Games gibt ja ein paar richtig geile Möglichkeiten, wie sich die Gaming-Landschaft verändert. Also erstens mal kannst du wahrscheinlich mit deiner MetaMask Wallet und mit deiner digitalen Identität schon mal jetzt vielleicht auch deine Identity in verschiedene Games rüberziehen oder Wallet connecten, wie ENS-Domain Sprichwort, ne? Das schon mal so als User Experience, die verbessert wird. Du kannst Game Assets dann traden über Wallets, vielleicht mit anderen Nutzern auch, und die dann aber rausziehen aus dem Game, weil das ist ja über MetaMask, das ist auf der Ethereum Blockchain. Du kannst in deinen Games dann auch Assets verkaufen, die legit auch auf Blockchain basieren, also NFTs in den Games verkaufen, über die Wallets das Ganze traden. Du brauchst gar nicht eine eigene Payment-Infrastruktur, sondern du sagst dann vielleicht eben MetaMask Ethereum, ERC-721 Tokens. Du ownst die Assets, die du im Game sammelst, tradest, kaufst. Und vielleicht auch sogar, ich meine, wir haben ja gesagt, die Wallet ersetzt alles in Zukunft, auch E-Mail beispielsweise, dann kannst du auch über die Wallet und die MetaMask-Integration ja direkt auch mit anderen Gamern kommunizieren, wenn du willst, kollaborieren, Ziele gemeinsam absolvieren, Tokens ausschütten, also das ist ja ein freaking Game-Changer. Und ich meine, Unity Engine, ich habe jetzt nochmal geguckt, so Beispiele von Games, die darauf basieren, also Among Us, richtig großes, eines der beliebtesten Games gefühlt der letzten 10 Jahre, ich glaube auch hier, Elon Musk ist ein absoluter Fanboy. Also Riesenspiele, die auf Unity auch basieren und hoffentlich jetzt auch bald Web3 MetaMask integrieren. Ja, total. Also ich sehe das halt genauso. Das ist jetzt einfach so eine Plug-and-Play-Möglichkeit, die vorher so noch nicht da war. Und vor allem das für eine Game-Engine zu machen, ist halt viel smarter, weil es dir da, und das ist, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier zu weit aus dem Fenster lehne, weil das ja auch immer so der Kritikpunkt war, wie willst du Assets in andere Spiele mitnehmen? Aber ab dem Zeitpunkt, wo vielleicht alle Leute dieselbe Engine benutzen oder es da zumindest schon mal so ein Common Ground gibt, ist das vielleicht sogar viel einfacher,
klar, du hast, es gibt Unity und was ist die andere? Unreal. Unreal ist so dieses, was Fortnite benutzt. Genau. Aber nichtsdestotrotz hast du jetzt schon mal die Möglichkeit, irgendwie einen Base-Layer aufzubauen und es so eben Gamern zu ermöglichen, NFTs auf eine ganz andere Art und Weise zu benutzen, als es wahrscheinlich irgendwie vor einem Jahr noch advertised wurde. Ich finde es, also du hast recht, ich finde dieses Wallet ist deine Personality oder Wallet is everything, das ist ein bisschen gruselig, aber irgendwie auch gleichzeitig so fucking viele neue Möglichkeiten. Werden wir eigentlich zensiert, wenn wir so viele Schimpfwörter hier benutzen, Marvin? Darf ich? Ich weiß, wir werden wahrscheinlich keinen 10-jährigen Kindern vorgeschlagen. Okay. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, müssen wir mal gucken, ob wir hier, ich glaube, YouTube kümmert sich nicht so krass um Fluchwörter und Spotify und so. Okay. Aber ich meine, alleine die Möglichkeiten, die sich für Gaming-Ökosysteme ergeben, oder wenn jetzt auch ein Blizzard, wer steckt hinter EA Sports? Was ist EA Sports? EA Sports, boah, doch EA Sports. Ich dann auch. Ist es so? Ja, die Firma hinter FIFA und Co. Ja. Ich stelle mir einfach vor, wie du ganze Ökosysteme schaffen kannst. Und du musst ja nicht direkt die Assets in jedes Spiel, was existiert, rüberziehen können. Aber alleine schon mal ein Ökosystem haben aus vielleicht 5 bis 10 Spielen, die auf einer Engine beruhen, finde ich sehr aufregend, weil du halt den Spielern mehr Ownership gibst an dem, was sie besitzen, mehr Sicherheit auch, dass das, was sie besitzen, auch ja nicht gehackt wird oder auch den Wert beibehält und auch mehr Kontrolle über das, was du im Spiel auch besitzt. Und im gleichen Zuge haben die Developer Möglichkeiten, jetzt Monetarisierungselemente einzubauen und so auch die Nutzer-Experience wieder zu verbessern. Also ich finde das eine richtig geile Entwicklung, bin gespannt, was hier passiert, bin gespannt auf das Feedback. Wir wissen, was bei Discords Integration von Web3 Wallets passiert ist, direkt Feature wieder gekillt. Aber hier geht es ja mehr um ein SDK, also eben, dass man mit Developers die Tools haben, das zu integrieren und nicht, dass es jetzt in jedem Spiel automatisch drin ist, wie das bei Discord halt der Fall war. Also von dem her, let's see. Hast du irgendwie Feedback gekriegt von der Gaming-Community, wie die darauf reagieren? Wird das mehr so als Breakthrough, wie ich das jetzt gerade kommuniziert habe, völlig grün hinter Ohren, oder gibt es da auch Backlash? Genial, dass du mir diese Frage stellst, weil tatsächlich das erste Mal auf die News gestoßen bin ich bei Anthony Day. Das ist ein Typ auf LinkedIn, der hat sehr, sehr viele Follower in dem Space. Ist LinkedIn Top Voice, macht mit Diego Borgo einen Podcast und der hat das tatsächlich analysiert, also der hat einen Post dazu gemacht und ich habe davor nichts von mitbekommen und habe halt auch gefragt, so ey, hast du mitbekommen, ob es da einen Backlash gab, wie damals bei Ubisoft? Und er meinte, also er hat es nicht direkt verjaht oder verneint, meinte einfach, es ist ein bisschen was anderes, wenn es ein SDK ist, weil Unity ist eher so ein Software-Provider und Ubisoft ist ein Game-Publisher. Das heißt, es ist eher so etwas, das kriegt man wahrscheinlich eher am Rande mit, als jetzt wirklich proaktiv, dass die Gaming-Community sieht, ah fuck, hier werden jetzt NFTs irgendwie integriert, sondern das ist nochmal so ein Layer drunter und auch noch ein bisschen davon entfernt, dass es jetzt instant in-game eingepflegt wird und meinte, es ist halt wirklich eher so, du gibst den Leuten jetzt etwas, womit sie selber bauen können, selber bestimmen können, was man damit machen kann, als denen am Ende zu sagen, hier sind deine 10 Gaming-NFTs, enjoy, sondern es ist halt wirklich, ich kann mir vorstellen, es dauert jetzt auch erstmal ein bisschen, bis so die richtig coolen Games mit diesem SDK gebaut werden können. Also ist einfach nur meine grobe Vorstellung, vielleicht liege ich da auch komplett falsch. Hab bisher aber tatsächlich nichts mitbekommen, hab aber auch niemanden gefragt, der in meinem Umfeld gamet. Hab das eher wirklich bei all den News, die ich jetzt gelesen habe, schon als einen sehr, sehr krass revolutionären Schritt beobachten können, auch auf Twitter irgendwie alle schreiben, boah, Mainstream Adoption. Auch immer so ein bisschen, muss man aufpassen natürlich, klar, aber Leute eher, ich gehe hier gerade diesen Twitter-Thread von MetaMask durch. Okay, MetaMask ist natürlich auch super Web3, ne? Aber keiner schreibt irgendwie, dass es bescheuerte News sind. Let's see. Spielst du selber gerade viele Videospiele, Wiki, Games, du, zockst du irgendwas? Ach Marvin, ich habe nicht mein Leben, also wo soll ich... Nee, leider nicht. Ich wollte dir auch sagen, so. Vielleicht bringt es das zurück. Das einzige Spiel, das ich mir vorstellen könnte zu spielen, wäre so was irgendwie Aktivitäten im echten Leben vereint mit einem Spiel. Also gerade so, wie hieß das Steppen. Jogging, die Jogging-App? Steppen. Ganz ehrlich, ich wünsche mir ein Tool,
wo ich mich bewegen muss im echten Leben und irgendwie einfach das gamifiziert bekomme. Ich nutze Strava persönlich zum Joggen. Was nutzt du? Du nutzt auch eine Running-App oder so, gell? Ich benutze voll oft Nike, aber auch nur, weil du immer davon so geile Instagram-Stories teilen kannst, wenn du einen guten Run hattest. Tatsächlich. Ich gucke mir jede an. Ich weiß nicht. Aber ansonsten. Und jedes Mal kommentiere ich Vorbild. Ja, Vorbild ich weiß. Nee, tatsächlich, seit ich eine Apple Watch habe. Ich kriege immer FOMO, wenn ich deine Stories sehe. 12 Kilometer um 5.15 Uhr in der Früh. Und ich denke mir so, ja, heute mache ich mal einen Kilometer zwei. Mann. Aber seit ich eine Apple Watch habe, benutze ich tatsächlich einfach nur die Apple Watch App. Also ich bin so ein Fan. Ich habe mir eine gemietet bei Grover mit meinen Neujahrsvorsätzen Anfang Januar. Ohne jetzt Affiliate von Apple zu sein. Ich würde es mir wünschen, aber ich feiere das so hart. Ich benutze nur noch diese Apple Fitness Plus für alles, was ich mache. Also auch für Workouts und so im Gym und benutze halt zum Laufen die App, weil das ist halt einfach perfekt. So User Experience ist voll fein. Wenn man da, und ich würde es mir auch wünschen, wenn es irgendeine Gamification gäbe, die mich in irgendeiner Art und Weise belohnt und ich, das muss nicht instant Money sein, was auf das ich zugreife, sondern allein schon, wenn ich wüsste, ey, wenn ich jetzt X Amount auf Kilometer laufe im Monat, spare ich 10 Euro bei meinem Fitnessstudio beispielsweise. Also wenn das irgendwie die Partnership wäre. Und dann kollaborierst du random mit irgendwelchen Cafés, die da auch gefeatured sind und dann sagst, okay, zock zu diesem Smoothie-Laden. Und wenn das mindestens 5 Kilometer Distanz sind oder je nachdem, wie weit die Distanz war, kriegst du von 1-10% Rabatt, I don't know. Ja. Aber ich wünsche mir gar nichts, aber irgendwie das daraus, was entstehen könnte an Vorteilen und ich da auch mit Freunden das sharen kann, ich warte da drauf. Und dann hast du irgendwie irgendwelche Brands, die da mitmachen, dann gibt es Monthly Challenges, du kannst Challenges mit Freunden starten, eine Running App, wo du eine Challenge starten könntest, Vicky, Henrik, Nate, Und Sahil, Shoutout, Cup in NFTs. wir können zu fünf eine Running Challenge starten und wir sagen, was dann der Preis ist und können den vielleicht schon festlegen und das vielleicht dann eben über Tokens oder ein bisschen Krypto, irgendwas. Ja, safe, das wäre so. Ich habe Bock cool auf eine Running App, die Web3 integriert und die Raum gibt für offene Challenges. Customer Delight, weil jetzt bin ich eingekesselt. Ich nutze jetzt die App, weil ich die Daten und meine Historie nicht rüberziehen kann in eine andere App. Ist auch so ein Web2-Painpoint. Mhm. Ich will meine, ich weiß nicht, ob Strava die beste App ist. Ich würde auch gerne coole Instagram-Stories wie du machen, Vicky. Aber ich verliere meine ganze Historie und Stats von Strava, wenn ich auf Nike rüber switch. Ja, fair point. Habe ich auch bei so vielen Sachen. Das ist so ein Pain, so ein Struggle, das stimmt schon. Wenn du einfach eine Wallet hast und da alle Informationen gespeichert sind und du die überall hin mitnehmen kannst und die irgendwo anders platziert werden, das ist so ein maximaler Gamechanger. Und für alle, die jetzt sich fragen, für was braucht das Web3, das ist ja das Ding. Also wenn Daten sicher und verifiziert und authentifiziert gespeichert werden sollen, braucht es einfach die Sicherheit von der Blockchain. Und das hast du eben. Und dann überall Wallet Connect und die Daten, die wichtig sind, werden aufgerufen. Schon eine sehr wilde Geschichte. Und ich meine, da brauchst du ja das auch nicht auf einer Bitcoin-Chain zu machen, in so einem Case. Das ist viel zu viel Volumen. Ja. Aber ja, das ist so ein Beispiel für Web 2 versus Web 3, alleine die Freiheit zu haben. Ich meine, es muss ja auch nicht Blockchain sein, damit die uns es erlauben, die Daten rüberzuziehen. Gibt ja auch andere Möglichkeiten, aber es wäre ein Approach, um dieses Problem zu lösen und gleichzeitig die User Experience geiler zu machen. Anyhow, okay, Vicky, aus eigenem Interesse, lohnt sich Apple Watch? Aber... Hast du ein NFT als Thumbnail? Nee, habe ich nicht. Ich habe tatsächlich einfach, also ich habe mir die wirklich, wirklich nur für Fitness geholt und das ist auch der einzige Main Usage. Ich habe noch nie eine App da ausprobiert, also ich habe keine Ahnung, was die sonst kann. Es ist einfach nur super praktisch, manchmal für Messages. Ich habe eigentlich meine ganzen Nachrichten aus, aber hier im Hub muss ich manchmal schnell reagieren. Und dann, wenn du immer auf der Apple Watch siehst, Person X hat mir geschrieben, die brauchen was, dann kümmere ich mich schnell drum. Aber ansonsten für Fitness und Sport top. Also wirklich top. Das finde ich sehr, sehr interessant. Okay. Apple macht auch echt geile Fitness-Sachen jetzt, ne? Also sorry, dass ich da unterbreche, dieses Apple Fitness Plus. Yeah. Ich weiß, das hat jetzt keinen Web3-Bezug, sorry Leute, aber wir sind auch schon fast am Ende.
aber Apple Fitness Plus ist schon ein Game Changer. Jede Woche kommen da neue Workouts. Ich mache im Fitnessstudio eigentlich nur noch das. Und morgens meditieren. Echt? Ja. Alles da drüber. Stark. Alles da drüber, alles da drüber. Ich überlege mir auch schon länger, ich wollte mal einen Aura-Ring holen, um den Schlaf zu tracken. Dann kam das Whoop-Band, auch Riesenfirma mittlerweile. Da kannst du Schlaf und Aktivität tracken, aber Apple Watch könnte das auch machen. Aber da kannst du keinen Schlaf tracken über die Apple Watch. Ich glaube schon, aber cool, okay. ich trage sie nicht. Ja, aber ich will auch keine Uhr. Ja, ich weiß. Ich trage keine Uhr zum Schlafen. Ja. Okay, nice. Apple Watch, GG. Wiki, Vorbild auf jeden Fall. Das waren unsere Deep Dives. Wir haben jetzt noch ein paar eigentlich Snacks mitgenommen. Wir können die vielleicht Rapid Fire kurz rauswerfen, dass ihr die für euch selber dann verdaut. Wallet is new cookie. Willst du das kurz was sagen? Weil ja. Das ein interessanter Ansatz ist. War für mich die Headline der Woche. Hat der Salesforce Web3-Lead auf der NFT Paris erwähnt. Einfach, dass, ich meine, Cookies sind so ein krasses Ding im Web 2 und dass Wallet einfach so der neue Paradigmenwechsel und Gamechanger wird, wie Kunden von Salesforce beispielsweise ihre Customer tracken können. Cool. Ich mach's kurz. Kurz und knapp? Ja. Das ist clippable. Ja. Wenn du so weitermachst, dann wird der große Durchbruch auf TikTok noch kommen. Yuga Labs, Bitcoin-NFTs haben wir besprochen. Ja. Coinbase Layer 2? Ich wollte es gar nicht so krass reinziehen, weil jeder hat darüber gesprochen, aber Coinbase macht jetzt ihre eigene Layer 2, wo die eben ihre ganzen, ich sag mal, Coinbase-Business-Stuff draufpacken. Das Interessante ist, die machen keinen eigenen Token, die bedienen sich an dem Optimism-Stack. Optimism ist einer der bekanntesten Layer-2s und haben halt einen Open-Source-Development-Stack. Daran haben die sich bedient, daraus eine Layer-2 gemacht und der Gas-Token, wofür ja meistens Token entstehen, um eben Leute zu incentivieren, Teil des Ökosystems zu sein, bleibt Ethereum. Also haben die es eigentlich ganz smart gemacht. Die sind Teil des Ethereum-Ökosystems geblieben, haben einfach ihre eigene Chain, was ich auch glaube, dass es langfristig einfach für viele Unternehmen interessant sein wird, einfach alles auf eine eigene Chain zu lagern und haben jetzt, ja, quasi sind jetzt auch nochmal Next Step gegangen und sehr, sehr bullish, weil, das muss man noch dazu sagen, Coinbase hat ja, glaube ich, an die 100 Millionen User, vielleicht sogar mehr. Und wenn die alle jetzt all of a sudden mit Krypto interagieren, weil Stand jetzt ist es ja bei Coinbase nicht so, dass du auf Krypto interagierst, also auf einem Krypto-Layer. Mhm. Und das jetzt alles rübergezogen wird, dass du halt nochmal eine immense Summe an Menschen hast, die wahrscheinlich ohne es zu wissen jetzt irgendwie im Web 3 drin sind. Stark, Coinbase. Well done. Sagt ihr eigentlich dieses Wort Base was? So hast du dieses Based AI-Thema gehört? Nur weil du Coinbase gerade gesprochen hast. Nein, wieso? Es gibt ja die Vorwürfe, dass ChatGPT und OpenAI gewisse Tendenzen haben, in welche politische Richtung sie vielleicht auch tendieren. Der Klassiker. Oder welche Themen sie zensieren. Und da hat Elon Musk so ein Meme gepostet zu Woke AI, weil es gibt ja diese Woke-Bewegung, das ist zumindest der Clash, ne? Die Woke-Bewegung ist die vielleicht dann sagt, dass gewisse Wörter oder Aussagen, Ansichten nicht genutzt werden dürfen. Mhm. Ich habe mich hier mal neutral, ich berichte nur, was es gibt. Es gibt Woke AI, dann gibt es Closed AI und eben Based AI. Und die Bedeutung gemäß Elon Musk ist, dass Based AI bedeutet, dass es immer noch offen ist für alle. Aber halt nicht woke. Krass, das wusste ich gar nicht. Das ist okay, jetzt die neue Welle. Interessant. Ich glaube, bei Coinbase kommt aus dem sehr, sehr langweiligen Enkel, dass Coinbase-Name das der Coinbase-Brand ist. Ja, ich glaube auch so, dass es das nicht viel mit dem zu tun hat. Interessant. Top of Mind, Vicky. Ja. Okay, wollen wir mit. Okay, lass uns mit zwei kurzen Dingern abschließen. Und zwar so mit einem Fail. Und zwar dieser Typ Ryan Carson. Mhm. Ich check den nicht. Also der hat ja diese Coding-Schule aufgebaut. Ne? Das war ursprünglich. Das ist Treehouse. Ich hatte das in der Uni. Genau.
Genau, und das, die Code hat das sehr gepusht. Auch ein anderer Kollege von mir war ein großer Fan davon. Ich hatte viel Respekt für Ryan Carson dafür. Hat das dann gedroppt. Ich glaube, die haben auch viele Leute entlassen. War dann am Schluss nicht mehr so clean, der Abschluss. Aber der ist dann bei Proof und Moonbirds eingestiegen, hat mit Kevin Rose gemeinsam Proof Collective gelauncht. Und dann aber in eine Kontroverse geraten mit Moonbirds, weil er ein paar rare Moonbirds hatte, gleichzeitig aber auch bei Proof Collective dabei ist und dann seinen eigenen Fund gelauncht hat und da ein Conflict of Interest bestehen könnte und Insider-Infos. Und es war kein guter Look. Der hat sich dann wieder rausgezogen bei Proof und, glaube ich, dann Moonbird verkauft oder irgendwas war da noch, so ein bisschen Split-Up, um sich dann auf seinen eigenen Fund zu konzentrieren. Und genau wegen seines eigenen Funds ist er jetzt wieder in negativen Schlagzeilen und die Headline lautet ganz einfach: Ryan Carson leaves Web3. Lässt Web3 hinter sich. Ja. Ryan Carson, Vicky, was ist deine Einschätzung? Ich fand es damals schon komplett weird, ich kannte den vorher nicht, also Treehouse ja, aber ihn selbst nicht, dass er Moonbirds zu einem Hype verlassen hat. Also da waren die ja noch relativ gut dabei, um seinen eigenen Fund zu pushen. Und da, glaube ich, direkt noch mal ein paar Moonbirds mitgenommen hat. I don't know, fand ich damals schon sehr sus, wenn ich das mal so sagen darf. Und habe da auch echt sehr viele negative Kommentare dazu gelesen. Ja, war irgendwie, weiß ich nicht. Also tatsächlich scheint jetzt irgendwie generell bei Moonbirds, diesem ganzen Team, dem ganzen Vibe, da ein paar Sachen dran zu sein, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und was ist jetzt mit diesem, also warum geht er jetzt raus oder was ist jetzt die aktuelle Schlagzeile? Also er hat ja danach diesen 121G-Fund gelauncht, hat da viel Geld eingesammelt, ist ein totales Minus damit, hat dann nochmal einen anderen Fund gelauncht, währenddessen. Und da sind die FAQs wahrscheinlich, also so wie ich es jetzt hier aus dem Twitter-Thread entnommen habe, irgendwie total eigenartig. Also da steht einfach nur wirres Zeug, was keinen Sinn ergibt, wenn man es genauer beleuchtet. Und den Vogel abgeschossen hat. Der hat Twitter-Space, der sehr bekannt ist, der heißt The Daily Dose, und hat das an Seneca übergeben und sich damit zurückgezogen. Seneca ist auch ein sehr bekannter Influencer, sage ich jetzt mal Krypto-Influencer, sehr positiv behaftet auch, hat das übergeben und hat sich damit zurückgezogen. Und dazu gibt's halt einfach so ein etwas längeres Announcement von Seneca im Discord. Ja, ist wahrscheinlich jetzt, ob der jetzt wirklich raus ist, I don't know, aber hat sich auf jeden Fall sehr, sehr viel verkackt in dem Space. Okay. Ja, Ryan Carson, mal gucken, was du, ob du die Kurve noch kriegst und die Massen wieder für dich gewinnst, die Web3 Leute wieder überzeugst von deiner Kompetenz. Wir haben zwei Innovationen, Vicky, zum Schluss, so als Goodies noch dabei und dann haben wir das Wrap-Up. Das erste, Polygon digitale ID. Sehr spannendes Thema. Ja, tatsächlich, wir haben schon sehr oft drüber gesprochen, wie wäre es eigentlich, wenn man seine Identifikation auf die Blockchain packen kann. Gab natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, wie verifiziert man sich, ohne dass man gleich alle Daten irgendwie nach außen tragen muss. Und so hat Polygon jetzt wirklich feuert einem nach dem anderen raus. Letztes Jahr waren es noch Brand Partnerships, jetzt ist es Technologie. Und zwar kombinieren die Verifiable Credentials und Zero Knowledge Proofs zu Polygon ID, wie sie es nennen. Was, ich will gar nicht so krass in die Technologie gehen, bedeutet einfach nur, man hat mit diesem Tech-Stack die Möglichkeit, beispielsweise jetzt einen Personalausweis auf die Blockchain zu packen, beziehungsweise zu verifizieren, dass ich, Victoria Klich, 26 Jahre alt bin. Und wenn ich irgendwo in einem Rahmen von einem KYC-Prozess beispielsweise jetzt mich damit irgendwie connecten muss, dann muss ich nicht gleich meine ganze Identität preisgeben, sodass meine ganzen Daten öffentlich für alle Personen zugänglich sind, sondern es ist einfach so eine technologische Art und Weise zu schauen, okay, das ist ab 21 Jahren, ist diese Person, die sich jetzt gerade anmeldet, über 21, und das sind Zero-Knowledge-Proofs, die dir quasi einfach nur zeigen und beweisen, ja, Person XY ist über 21, aber wir wissen nicht, wie Person XY heißt. So, das bleibt alles quasi verdeckt unter so einem Layer. Und das pusht Polygon gerade. Das ist super geil, ich freue mich. Digitale Identität, unglaublich relevantes Thema, Blick in die Zukunft und mir auch eine Herzensangelegenheit, dass das dezentral gehandelt wird
und wir nicht einen Kontrollstaat überlappen, wo eine zentrale Instanz über deine Identity und alles, was dazu gehört, dann Kontrolle hat und dich einschränken kann, weil das ein einziger Weg ist, rein und raus in verschiedene Orte und alles nur noch digital ist, ist eine dystopisch und utopische Aussicht hier wieder. Geil, dass Polygon da was macht. Gute Vibes von Polygon eigentlich immer. Ich habe den Shitstorm zu Polygon gelesen. Und auch Zero Knowledge, On-Chain Credentials, Secure Privacy Preserving to Power Identity on Web3. Das ist Musik für meine Ohren. Und einfach nur zwei Dinge, die ich hier noch anfügen würde, sind einerseits Estland macht ja schon Ewigkeiten gefühlt sehr viel mit Mobile Identity. Die haben auch eine EID und eine Digital Residency, meinte ich sogar. Und da kannst du über Mobile ID auch schon viel machen. Also allgemein, was in Estland geht, so ein kleines Land, was die an Innovationen vorantreiben, das wäre eigentlich eine Folge für sich wert, mal so ein bisschen zu gucken, wie denn Staaten die Technologie auch ja, willkommen heißen, kleinere Staaten das angehen und eben auch Web3 integrieren. Zweites Beispiel ist Palau. Hast du schon mal von Palau gehört? Nee, was ist das? Das ist ein eigenständiges Land mit sage und schreibe 20.000 Einwohnern. Okay. Und wir haben digitale Residenten. Dazu gehören Tim Draper, Vitalik Buterin. Wie heißt der? CZ von Binance. Ach so. Vielleicht bald auch Balaji. Mhm. Und darauf aufmerksam geworden bin ich, weil Balaji, großer Fan von Balaji, Srivasagan genannt, Network State Autor und jetzt auch seit kurzem Podcast den Network State Podcast. Ja. Wärmste Empfehlung. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass in Zukunft vielleicht auch Communities, auch wirklich diplomatisch anerkorene Staaten entstehen können. Und mit Network State teilt er seine Vision, wie denn auch eine Nation in Zukunft gebaut werden kann, wie wir selber Nationen starten können. Und da spielt eben auch Krypto eine entscheidende Rolle. Palau, Präsident von Palau, war zu Gast bei Balajis Podcast und haben eben auch über Digital Identity und Digital Residency gesprochen. Eine Firma aus Singapur, die powered by Binance eben das, die ganze Infrastruktur gerade aufbaut und tatsächlich auch digitale Residenzen verteilt. Du kannst dich da, glaube ich, auch online sogar bewerben für Palau. Unglaublich spannendes Thema. Podcast habe ich verlinkt. Guckt euch an. Und ja, das ist das Ganze, das sind wir noch ganz am Anfang, was digitale Identität angeht und wie wir uns in der Welt bewegen. Und es wird noch ganz... Super spannend. Ein spannendes Thema. Es ist mein Weekend-Read, mich da nochmal ein bisschen tiefer reinzulesen. Ich habe jetzt, wo du es sagst, davon gehört. Ich wusste nur noch nicht, dass es Palau heißt. Da hast du es. Und die sind erst seit 1994 eine eigenständige Nation. Wurden vorher getradet von, ich glaube, ursprünglich war es mal irgendwie Frankreich, dann hat irgendwie Deutschland, dann Großbritannien, dann Amerika. Und ja, jetzt seit 1994 unabhängiges Land mit 20.000 Einwohnern. Aber Bild. Tim Draper ist dabei, CZ, Vitalik. Ja, spannende Geschichte. Alright, Vicky. 1:10. Ich würde sagen, das war eine geballte Dosis Web3 Goodness. Ja, das auf jeden Fall. Wir haben echt viele Sachen wieder angestoßen. Es ist auch einfach, es passiert, ich denke immer, es passiert mal eine Woche vielleicht ein bisschen weniger, aber es gibt so viele Sachen, über die man sprechen kann und die Geschichte entwickelt sich weiter. Sachen, auf die man sich wieder beziehen kann, die man wieder aufgreifen kann, thematisieren kann. Es ist unglaublich, was in diesem Space passiert. Ich wüsste gar nicht, worüber wir sprechen würden, wenn wir einen Bi-Weekly-Podcast machen würden und uns nicht jede Woche zusammensetzen würden, weil da hätten wir ja noch viel mehr. Und umso schöner, dass wir da jetzt wöchentlich zusammenfinden, die Episode jetzt auch immer sehr, sehr zeitnah releasen können, sodass die Leute da auch up-to-date sind und ja. Alright, dann würde ich sagen, das ist ein Rap. GG Vicky. GG Marvin. Und wir sehen uns im W3-Hub.